Ja, meine Damen und Herren, wir wollen uns im Folgenden ein bisschen weg von der reinen ökonomischen Betrachtung. Dazu kommen wir nachher mit sehr kompetenten Kollegen wieder hinzu. Wegbewegen und uns etwas allgemeiner befassen mit dem, was kommunikativ in unseren Ländern passiert. Es geht um den Kampf um unsere Köpfe. Und das vielleicht als Vorbemerkung, das, was ich weder leisten will noch leisten kann, ist, dass ich die einzelnen Themen, die ich von der Palette, und ich mache nur einen ganz kleinen Ausschnitt, anspreche, vertieft diskutieren kann. Für den einen oder anderen, der das zum ersten Mal hört, mag es ein Schock, eine Provokation sein. Wer da etwas tiefer in verschiedenen Themen schon drin ist, für den gibt es keine wirkliche Überraschung. Aber eine vertiefte Diskussion, auch eine spezifische Meinung zu den einzelnen Themen, will ich hier nicht dezidiert ansprechen, sondern einfach nur auf diese Diskrepanz zwischen dem, was wir im Mainstream, in den Medien kommuniziert bekommen, hinweisen und andere Sichtweisen, andere Fakten auflisten und ansprechen und auf die Art und Weise deutlich machen, wie bestimmte Themen eben, ich sage mal, auch gesehen werden können. Das ist ein Thema, was alt ist. Und ich will mit einem Zitat anfangen, weil es letztendlich um die Frage der Struktur von Pressefreiheit geht. Zitat: Es fragt sich nicht, ob die Pressefreiheit existieren soll, denn sie existiert immer. Es fragt sich, ob die Pressefreiheit das Privilegium einzelner Menschen oder ob sie das Privilegium des menschlichen Geistes ist. Es fragt sich, ob die Freiheit des Geistes mehr Recht hat als die Freiheit gegen den Geist. Zitat Ende. Und das, was mit dem Letzten gemeint ist und angesprochen ist, denn es stammt aus einer Auseinandersetzung aus dem Jahre 1842 über das Thema Pressefreiheit, Debatten über Pressefreiheit, und das Zitat stammt von Karl Marx. Das Letzte, es geht letztendlich um die Freiheit der Verleger, was die Pressefreiheit betrifft, oder eben die Freiheit als ein allgemeines Instrument und als eine allgemeine Thematik. Eine Reihe von schlimmen Feuern im Innern des Gebäudes Nummer... Das wollte ich noch nicht, als eine allgemeine Thematik, die allen Menschen zusteht. Wir haben also so etwas wie bei uns eine garantierte Pressefreiheit, aber das heißt noch lange nicht, dass wir eine freie Presse haben. Und Karl Marx hat das eigentlich in sehr schöner Form antizipiert. Bei diesem ganzen Thema gibt es vier, auf die werde ich eingehen, Spieler der Zensur und der Manipulation. Das sind Politik und Medien auf der einen Seite, Wissenschaft und Wirtschaft auf der anderen Seite. Das heißt, wir werden uns mit verschiedenen Bereichen befassen. Und deswegen sagte ich am Anfang, nicht nur mit dem Thema Geld. 29 Minuten. Der Hintergrund dieses ganzen Themas ist, dass wir bei der Thematik oder bei der Frage einen Kampf um die Deutungshoheit haben. Es geht letztendlich um Macht. Es geht natürlich in allererster Linie um Geld. Es geht also um die Frage, was wir alle, was Sie hier im Saal denken sollen. Und dieser Kampf ist ein unerbitterlicher. Und das werde ich im Zweifel in einigen Punkten ansprechen und ausführen können. Ich will noch ein zweites Zitat und dann in die Beispiele gehen. Ein zweites Zitat, ebenfalls ein etwas älteres, was sich mit dem Thema, wie Presse arbeitet und an dem sich von der inhaltlichen Aussage bis heute nicht furchtbar viel geändert hat. Zitat: Bis zum heutigen Tag gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft des Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr tägliches Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt von John Swinton, muss keiner von Ihnen kennen. Er war Chefredakteur der New York Times und hat diese Erkenntnis, er war Chefredakteur der New York Times, 1880 formuliert, anlässlich, da ging es dann, seiner Feier zur Verabschiedung. Das heißt, einmal in seinem Leben hat er dann wirklich auch die Wahrheit sagen können. Springen wir in die Gegenwart, springen wir in das 21. Jahrhundert.
im Zusammenhang mit der Frage Mainstream-Manipulation und auch die Rolle und der Rolle des Internets ist der 11. September das Schlüsselereignis schlechthin. Ich will und werde jetzt hier nicht den 11. September diskutieren, sondern nur darauf hinweisen, dass es von dem Tag des Ereignisses selber die ersten Fragen gab und das Internet war es, und es waren zwei junge amerikanische Filmemacher, die mit dem Film Loose Change einen Film inzwischen in vier verschiedenen Versionen produziert haben, ohne Budget, ohne Auftrag, ohne Sender, ohne einen kinomäßigen Verleiher, der inzwischen in der Top Ten-Liste der am meisten gesehenen Filme der Weltgeschichte rangiert und aufgerückt ist. Loose Change, 100 Millionen Mal downgeloadet, und er hat die richtigen Fragen gestellt. Er hat gar keine dezidierten Antworten geben können, sondern hat einfach nur die richtigen Fragen gestellt. Und jetzt können wir endlich in den ersten Clip reingucken. Ich will immer ein paar Beispiele zeigen und das erläutern und ergänzen, was ich sage. Die Einzelheiten des 11. September bewiesenermaßen erlogen waren, dann ist die Glaubwürdigkeit der gesamten Amtszeit der Bush-Regierung fraglich. Der American Airlines Flug Nummer 77 stürzt in das Pentagon. Wenn die mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometern in der Stunde in ein Gebäude krachen, wo sind die Einschlagspuren? Wo sind die Motoren selbst? Die 757 ist offenbar komplett im Gebäude verschwunden. Der Südturm des World Trade Centers stürzt ungefähr innerhalb von 10 Sekunden ein. 29 Minuten später folgt dasselbe mit dem Nordturm, auch innerhalb von 10 Sekunden. Die offizielle Erklärung ist, dass herabfallende Trümmerteile vom Nordturm eine Reihe von schlimmen Feuern im Innern des Gebäudes Nummer 7 ausgelöst haben. Wenn das stimmt, wäre es der dritte Stahlträgerwolkenkratzer der Geschichte, der wegen Feuer und Beschädigungen einstürzt. Die ersten beiden wären die Zwillingstürme. Wie lange wird die amerikanische Öffentlichkeit, wird die Welt auf die Wahrheit über 9/11 warten? Es war ein amerikanischer Staatsstreich, eine gewaltige, aggressive Machtergreifung und eine Umformung sowohl der Außen- als auch der Innenpolitik. Und wer sich mit einem solchen Thema befasst, bekommt die Schwierigkeiten mit dem System. Es gibt eine ganze Reihe von Journalisten, Gerd Wischnewski ist einer, Oliver Janich ist ein zweiter, die sich kritisch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, kritische Fragen gestellt haben. Das durften sie einmal, Oliver Janich zweimal, in den Medien machen, in offiziellen Mainstream-Medien machen. Seitdem Gerd Wischnewski hat Hausverbot im WDR für seinen Film und Oliver Janich kriegt natürlich vom Fokus nie wieder einen Auftrag. Einfach nur die richtigen Fragen zu stellen, die auf die Widersprüche hinzuweisen, ist etwas, was in unserem Land, in der Bundesrepublik, nicht funktioniert, aber in unseren anderen Ländern auch nicht furchtbar viel anders ist. Vom 11. September, quasi der Geburtsstunde einer Wahrheits- und Truther-Bewegung in den USA, inzwischen aber auch in anderen, auch in unseren Ländern, eine Reise durch verschiedene Themen, bei denen deutlich wird, dass es so etwas wie eine Wahrheitsdiskrepanz zwischen dem, was uns der Mainstream erzählt und was man durch Recherchen herausfinden kann. Kleines Beispiel, wir haben in 2011 eine ziemlich emotional aufgehetzte Berichterstattung über den Prozess und den Schuldspruch gegen den Öloligarchen Michail Chodorkowski gehört. Putin als jemand, der die Freiheitsrechte mit Füßen tritt, Russland als ein Land, in dem Pressefreiheit und so etwas nicht existiert und so weiter und so weiter. Niemand in den Mainstream-Medien hat sich einmal den Schuldspruch und auch die Anklage wirklich angesehen. Das tun unabhängige Journalisten und die stellen dann fest, dass es bei Chodorkowski gar nicht darum ging, dass er irgendwas Falsches gesagt hat. Sein Vergehen, das weswegen er angeklagt und letztendlich auch mit sehr glaubwürdigen Beweisen verurteilt wurde, bestand in einer maßgeblichen Beteiligung an einer Operation westlicher Geheimdienste, Russland von innen auszuhöhlen. Das muss sich, egal ob der Mensch nun Putin heißt, an der Spitze steht oder wie auch immer, niemand gefallen lassen. Nur das findet man nicht in den Mainstream-Medien, dass das der eigentliche Grund gewesen ist, als es um die Verurteilung von Chodorkowski ging. Ich springe in das Jahr nochmal, also bleibe im Jahr 2011, springe an Anfang in das Frühjahr 2011 zurück. Die Vereinten Nationen bereiteten im März 2011 eine Verleihung eines Preises für die Erfolge im Bereich der Menschenrechte an Gaddafi und die Volksjamahiriya vor. März 2011.
Entweder hat in den Vereinten Nationen dort jemand völlig geträumt und diese Entscheidung, einen Erfolg im Bereich der Durchsetzung der Menschenrechte zu prämieren, mit einem Preis zu versehen, war ein riesiger Irrtum. Oder die Presse hat all das Ganze vergessen, als nur ein halbes Jahr später aus diesem Vertreter der Menschenrechte, Zitat, verschiedene Delegationen haben mit Anerkennung die Entschlossenheit des Landes zur Kenntnis genommen, die Menschenrechte vor Ort zu gewährleisten. Vereinte Nationen, Zitat Ende. Halbes Jahr später mutiert er zu einem Monster, der sein Land unterdrückt und versklavt, Menschen vergewaltigt und Oppositionelle niederknüppeln lässt. Und diese Dinge, die ein halbes Jahr vorher noch diskutiert wurden, waren in völliger Vergessenheit. Das heißt, das, was mit dem Mainstream, mit den Medien hier stattfindet, ist etwas, was wie eine folgsame Wiedergabe dessen, was Politik gerade möchte, zu vergleichen wäre, aber nichts damit zu tun hat, dass man einen kritischen Journalismus betreibt. Das Thema Irak ist ein weiteres Thema. Ich habe im Jahre 2008 ein Interview gemacht mit einem der ganz wenigen politisch einmal bedeutsamen, also relativ bedeutsamer Bundestagsabgeordneter Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Totenhöfer, der im Irak gewesen ist und der sich sehr kritisch mit dem Thema Irak auseinandergesetzt hat. Und dazu Ergebnissen gekommen ist, die sehr eindeutig das Schicksal der Menschen dort schildern. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Funktioniert nicht, ist egal, dann gehe ich erst auf diesen Punkt ein. Das, was Jürgen Totenhöfer ebenfalls festgestellt hat und herausgefunden hat, ist, er war einer der wenigen, die sich im Bereich Syrien jetzt vor Ort kundig gemacht haben und dort Erkenntnisse gewonnen hat. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, als nächsten Clip ist ein Filmbeitrag, der sich mit der Situation in dem Libyen heute. Wir haben also das gesehen, wie Libyen und Gaddafi bewertet wurde im März, dann mutierte er, wie gesagt, zum Monster. Und das, was jetzt im Augenblick passiert, da muss man dann eben auf Sender gehen wie Russia Today. Das, was wir jetzt im Folgenden sehen, ist eine kurze, das ist kurz auf Englisch, ein kurzes Statement eines libyschen Oppositionellen, der jetzt darauf hinweist, dass im großen Stil Menschenrechte nach der sogenannten Befreiung mit Füßen getreten werden, dass Völkerrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen im großen Stil stattfinden und insbesondere, und da sehen wir gleich hinten dran einen kleinen Clip, der das nochmal ein bisschen unterstreicht, die schwarzafrikanische Bevölkerung in Libyen in besonderer Weise malträtiert werden. Zunächst also ein Statement, in dem deutlich wird, wie Waffenlieferungen, wie all das stattgefunden hat, wie also ein Land von innen ausgehöhlt wurde und jetzt Kriegsverbrechen stattfinden und anschließend ein kurzes Beispiel dafür, wie Gefangene die grüne Fahnen quasi verzehren müssen, in Käfigen wie Tiere vorgeführt werden, also wie im Zoo vorgeführt werden, nur weil sie einfach zum Teil die falsche Hautfarbe haben, beziehungsweise jetzt einfach zu der falschen Gruppe, den Verlierern dieses angeblich befreiten Libyens zählen. I think really fundamentally there's been a problem the way the NATO nations and their media have related to these so-called rebels. I mean, these rebels have been conducting mass lynchings of black people throughout the first several weeks and months of this crisis. And I raised this directly in press conferences, and the answer was what? Silence. It wasn't covered in the media before because this does not fit the narrative since the 1999 NATO aggression against Yugoslavia, which was, we are conducting these wars not for geopolitical control and domination and monopolization of mineral wealth, but for humanitarian reasons. So how can it fit the narrative that these rebels, which NATO and the NATO countries are supporting, are lynching black people, are conducting all the atrocities they're accusing the Gaddafi side of conducting, but actually the rebels are conducting these things. So it doesn't fit the narrative at all. Jetzt sehen wir ein solches Beispiel. Ja.
eine jener berühmten Handyaufnahmen, bei der sie einfach sieht, dass hier Gefangene gehalten werden, wie Tiere im Zoo gezwungen sind, aus welchen Gründen auch immer, jetzt grüne Fahnen zu essen und damit ein Umgang mit Gefangenen stattfindet in einer Art und Weise, die sie auf jeden Fall nichts mit der Menschenrechtskonvention und solchen Verpflichtungen an sich zu tun hat. Schweigen, und das ist das Entscheidende. Die Dinge sind schlimm, dass sie stattfinden. Das Schlimme für uns und für die Kommunikation bei uns ist das Schweigen im Walde. Und das Schweigen in den Medien, das Schweigen in der Politik über diese Verhältnisse. Jürgen Totenhöfer hatte ich angesprochen, er war vor kurzem in diesem Jahr eine Woche in Syrien. Er hat in dieser einen Woche verglichen, was er nur in Homs, in anderen Ecken des Landes beobachten konnte, mit dem, was in den Medien, in den westlichen Medien kommuniziert wurde. Sein Fazit: 50%, nur in dieser einen Woche 50% aller Meldungen waren falsch. Nur der Teile, die er selbst vor Ort beobachten und als falsch belegen konnte, weil er es mit eigenen Augen gesehen hat, dass die Verhältnisse andere gewesen sind. Auch hier haben wir, das ist das Modell Libyen, bewaffnete Gruppierungen, die in diesem Fall von Katar, nicht von den USA und den Franzosen, direkt zur Verfügung gestellt werden und in einer Aufbau einer militärischen bürgerkriegsähnlichen oder Bürgerkriegssituation gegen das jetzige Regime, was eben nicht in das politische System hineinpasst, destabilisieren soll. Also wir haben hier eine ähnliche Situation und wir haben eine ähnlich falsche Berichterstattung. Nach Untersuchungen unabhängiger amerikanischer und englischer Institute ist die Zahl der getöteten Zivilisten deutlich über 1 Million. Das heißt, das ist eine absolute menschliche Katastrophe. Ab wie viel Toten kommt ein westlicher Staatspräsident vor Gericht? Also die Frage ist ja, wie viel davon töten als westlicher Staatschef? 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen oder noch mehr? Ab wann beginnt die Strafbarkeit? Ich kann nicht verstehen, dass man immer die Kleinen vor Gericht zerrt. Also der internationale Gerichtshof befasst sich ja mit ganz vielen früheren Staatschefs kleiner Staaten. Und dass man zuschaut, wie in einem herbeigelogenen Krieg, der völkerrechtswidrig war, weil nur Verteidigungskriege zulässig sind, ein Mann Hunderttausende von Zivilisten töten darf, ohne dass irgendein Gericht sich damit befasst. Ich will mir nicht in den Kopf, ich kann jeden fragen. Die Menschen sind dann erstaunt, wenn ich sie frage, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, dass man auch Mächtige einmal vor Gericht stellen könnte. Aber ich frage mich, warum eigentlich nicht? Man kann ja nicht ein paar hunderttausend Kinder und Frauen töten und totbomben, um sie von einem Diktator zu befreien. Also das ist derart absurd. Dazu gibt es überhaupt keine Legitimation. Außerdem arbeiten die Amerikaner sehr eng mit Diktatoren zusammen, wenn diese Diktatoren kooperationsbereit sind. Ein Mann wie George W. Bush auf seiner Abschiedstournee durch die Welt so fürstlich empfangen, das ist nach den Standards der Ankläger der Nürnberger Prozesse ein Mann, der gegen das Völkerrecht in einer Weise verstoßen hat, dass die damaligen Ankläger ihn Kriegsverbrecher nennen würden. Jackson hätte selbstverständlich gesagt, das ist Kriegsverbrechen, was sie im Irak tun. Jürgen Totenhofer hat sich in Den Haag darum bemüht, also auch an den zuständigen Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes geschrieben, eine solche Anklage umzusetzen, natürlich völlig vergeblich. Und man kann ihn in den Medien nicht ganz verschweigen, aber der Umstand, dass das im Prinzip auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, was seine Initiativen betrifft, und dass natürlich sich niemand einer solchen Forderung angenommen hat, zeigt, wie Politik, aber auch wie Medien in diesem Land funktionieren. Nächstes schöne Beispiel, ganz aktuell, der Hype Invisible Children haben den Film Kony 2012 produziert.
Jetzt reicht hier eigentlich schon für kritische Journalisten, also die den Namen verdienen, ein Blick auf die Sponsoren- und Unterstützerseite. Auf der eigenen Website dieser Organisation wird also die Soros-Stiftung, JP Morgan Chase und das amerikanische Außenministerium als Sponsoren bekannt gegeben. Da weiß man natürlich letztendlich eigentlich schon genug Bescheid. Und wenn man dann weiß, dass unter starker Beratung von AFRICOM, das ist das amerikanische Hauptquartier in Stuttgart der amerikanischen Armee für Afrika, hier dieser Film entstand, wird auch deutlich, was an Ungereimtheiten dort stattfindet. Kony, ein Schlechter, ein Mensch, der Kindersoldaten ausgebeutet hat, ein Massenmörder, gar keine Frage, in Uganda, lebt dort seit 5 Jahren circa nicht mehr. Er hat nach übereinstimmenden Informationen etwa noch 100 Leute, ging also hier auf die Bühne als Anhänger, die noch hinter ihm stehen. Mit Uganda selber hat er gar nichts mehr zu tun. Was das Interessante an Uganda ist, ist ein kürzlich entdecktes, riesengroßes, das größte Ölvorkommen auf dem afrikanischen Kontinent. Und schon muss dieses Land militärisch beschützt werden vor jemandem, der in diesem Land gar nicht mehr da ist und gar keine Rolle mehr spielt. Das ist der Hintergrund eines solchen Streifens. Und der jetzige ugandische Präsident Museveni, der sich seit 25 Jahren immer wieder wählen lässt und eine klassische Figur des Neokolonialismus in Schwarzafrika ist, also ein Statthalter der ökonomischen Interessen unterschiedlicher Länder und Nationen, das ist jemand, der hier natürlich um Unterstützung bittet, beziehungsweise wenn man ihm nahelegt, ob er militärische Unterstützung haben möchte, dann bekommt er sie. Webster Taple hat das so schön formuliert, Museveni ist ein Grossist, Zitat, Grossist in Sachen Völkermord, während Kony ein Einzelhändler ist. Das, was im Augenblick stattfindet, ist der Hype aber um einen Einzelhändler, weil es um ein ganz anderes Thema letztendlich geht, aber das ist natürlich etwas, was wir in den Medien ebenfalls nicht bekommen. Wir haben ganz kurz angesprochen, ich will das gar nicht intensivieren, die Thematik Euro, ESFS, ESM, die heute schon angesprochen wurde. Ein kurzes Zitat nur des Chefs des Euro-Rettungsschirms auf die Frage, wird Deutschland zum Zahlmeister der Euro-Krise? Zahlmeister ist falsch, sagt er. Es geht um Bürgschaften, nicht um wirklich abfließendes Geld. Niemand nimmt dem deutschen Steuerzahler etwas weg. Im Gegenteil. Deutschland wird mit seinem Beitrag zum Rettungsschirm höchstwahrscheinlich Gewinn machen. Allein bei Griechenland wären das bis zu 600 Millionen Euro pro Jahr, weil die Griechen eine Art Zinsgebühr für die Hilfskredite zahlen müssen. Zitat Ende. Das ist derjenige, der für den Euro-Rettungsschirm als oberster Macher und Manager zuständig ist. Und wenn die Qualität dieser Prognose identisch ist mit seiner Arbeit, dann steht in der Tat Schlimmes zu befürchten. Dass die Menschen in unseren Ländern in der Tat, da auch ist schon darauf hingewiesen worden, und das ist das Interessante an der Kommunikation heutzutage, in der Regel umgekehrt proportional denken, als die Politiker entscheiden und die Medien schreiben, macht beispielsweise eine Umfrage deutlich, die Frage gestellt hat, halten Sie es für richtig, Griechenland pleite gehen zu lassen? Ist aus 2011 das Ergebnis, Welt Online hat das als Umfrage gemacht, Antwort 93% ja, 7% nein, in der Politik umgekehrt proportional. Die FAZ Ende des Jahres 2011, eine Umfrage, sind Sie für einen dauerhaften Euro-Rettungsmechanismus ESM, was jetzt gerade diskutiert wird, 10.600 abgegebene Stimmen. Natürlich ist das nicht demoskopisch repräsentativ, das weiß ich, den Einwand kann man sich schenken, aber diese 10.600 sind eine Menge, gar keine Frage. 9% sind für ESM, 91% nein. Wir werden es im Bundestag, wenn es denn zu der Entscheidung kommt, genau umgekehrt erleben, vielleicht mit ein paar Prozent weniger, weil die Linken dagegen stimmen, aber der Rest wird im Großen und Ganzen mit einigen Ausnahmen dafür stimmen. Ein Zitat aus dem März 2011, Deutschland war und ist bereit, den Schwächeren zu helfen, wie wir das jedes Land, jedes Jahr mit unseren Beiträgen zum EU-Haushalt zeigen. Aber eine Transferunion wird es mit mir nicht geben. Jedes Land ist für seine Schulden selbst verantwortlich. Zitat Ende, eine Aussage von Frau Merkel aus dem März 2011.
Das Schlimme ist jetzt nicht nur, dass diese Aussage falsch ist und dass sie sich schon wenige Wochen später in völlige Luft aufgelöst hat, sondern das Schlimme bei der Thematik ist, dass in den Mainstream, in den Medien diese Punkte nie aufgegriffen, nie nachgefragt werden. Eine Kanzlerin oder eine Kanzlerinnendarstellerin nie nachhaltig gefragt wird, was ist denn mit diesem Versprechen, mit dieser Erklärung aus dem März 2011? Heute haben wir die Transferunion, heute haben wir den Bailout, heute haben wir den Rettungsschirm und den Rettungsschirm und so weiter und so weiter. Was ist mit diesen Aussagen? Wie der Mainstream bestimmte Sachverhalte oder bestimmte Fakten auch ganz offen, ich komme noch auf ein paar Beispiele, manipuliert, wenn sie politisch, ganz eigenartig, nicht in das Denken. An sich hätte Journalismus die Aufgabe, beispielsweise, wenn ich schon Meinungsbefragungen mache, die so wiederzugeben, wie die Menschen sie halt letztendlich votieren, und nicht zu manipulieren. Aber das ist etwas, was bei uns die Medien nicht ertragen. Die Welt macht eine Umfrage bei einer Frage, auf die Frage, auf welche Währung soll das weltweite Finanzsystem künftig setzen. Das Ergebnis nach 2 Stunden, die Antworten waren vorgegeben. Darin liegt schon die erste Manipulation, weil eine ganz entscheidende, Michael Grant hat das angesprochen, Antwortmöglichkeit von vornherein ausgelassen wurde. Ergebnis 2% Dollar, 7% Euro, 0% Yen, 0% britisches Pfund, 8% eine neue vom IWF geschaffene Währung, 78% Gold, 4% Sonstiges. Das ist ein Ergebnis einer Meinungsbefragung in der Welt online und ein Ergebnis, was offensichtlich so unerträglich ist für die Weltverantwortlichen, dass sie nach 2 Stunden einfach die Parameter geändert haben und eine Option rausgelassen haben. Die politisch nicht gewollt war, ist rausgelassen worden. Und jetzt war das Ergebnis 9% Dollar, 49% Euro, 4% Yen, 1% britisches Pfund, ist nicht wirklich besser geworden, 29% eine neue vom IWF geschaffene Währung, immerhin, und 8% Sonstiges. Also ein Drittel, auch nach dieser Manipulation, will immer noch was ganz Neues. Aber jetzt ist es politisch so, Gott sei Dank, die Hälfte wollen den Euro und das Goldgespenst ist vom Tisch. Manipulation von entsprechenden Fakten zu bleiben, andererseits nochmal auf die ESM-Problematik zurückzugehen, ein Zitat, was dann deutlich macht, wohin die Reise nachher gehen musste. Ich sage es hier mit Bedacht, ich halte den massiven Ankauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich. Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU verbietet der EZB den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln, um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Und da wird noch einer draufgesattelt und es wird der Thomas Jefferson aus dem Jahre 1816 zitiert, wir haben die Wahl zwischen Sparsamkeit und Freiheit oder Überfluss und Knechtschaft. Das ist ein Zitat. Nicht, dass ich jetzt groß Mitleid mit ihm hätte, aber ein Zitat, was der damalige Bundespräsident Wulff in seiner berühmten Lindauer Rede von irgendeinem Redenschreiber vorgeschrieben bekam und vorgetragen hatte und was natürlich eines sehr deutlich macht, wenn das wirklich nicht nur jetzt populistisches Gerede war, sondern wenn wirklich er Berater hat, die ihn in diese Richtung beraten würden und er die Aufgabe hat, denn wir haben diese Mär bei uns im Augenblick in den Medien, dass es ein Amt ohne Bedeutung und ohne Einfluss ist, das Amt des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident muss jedes Gesetz des Bundestages gegenzeichnen. Er muss es prüfen auf Verfassungsmäßigkeit und muss es anschließend gegenzeichnen. Und er wird es nicht gegenzeichnen, wenn seine Prüfung auf Verfassungsmäßigkeit negativ ausläuft. Wenn das also wirklich seine Meinung oder die Meinung seines Beraterstabes war, bestand natürlich die gravierende Gefahr, dass dieser Bundespräsident in der Frage ESM-Vertrag, wenn er denn jetzt in nächster Zeit verabschiedet werden soll, die Unterschrift verweigert. Und das ist natürlich der GAU für diese Regierung. Und insofern musste dieser Mann weg. Die 5.000 Euro Zinsgewinn, die er mit seinem in der Tat
unappetitlichen Bank- und Kreditgeschäften gemacht hat, sind natürlich nicht der Grund gewesen, weswegen man ihn abserviert hat. Wenn man diese 5.000 Euro Zinsgewinn, weil er halt den Bankkredit etwas günstiger bekommen hat, einfach mal gegenüberstellt mit 100.000 Mark verschwundenen Parteispenden von Herrn Schäuble, stellt man sich die Frage, warum wird das eine Thema thematisiert und das andere Thema komplett vergessen. Jetzt ging es darum, jemand Neues zu finden, und hier haben wir wieder das Goldphänomen, auch wieder nein, diesmal nicht bei der Welt, sondern diesmal bei der ARD. Die ARD macht im Zusammenhang mit dem neuen Bundespräsidenten Gauck eine Umfrage, ist Joachim Gauck der Richtige für das Amt des Bundespräsidenten? Als um 19.37 Uhr, als diese Umfrage online gestellt wurde, also nach kurzer Zeit, das Ergebnis bei 77% Nein war und sich weiter bedrohlich entwickelte, wurde diese Umfrage schlicht und ergreifend eingestellt und mitsamt allen Antworten und Informationen entfernt. Und einen Tag später meldeten die öffentlich-rechtlichen Sender, eine aktuelle Umfrage habe eine Zustimmung für Gauck von mehr als 70% ergeben. Das ist so etwas, wie auf der einen Seite abgefragt wird, dann kriegt man dummerweise das falsche Ergebnis raus und muss dann nachbessern. Und dann wird aus dem Hut gezaubert irgendeine andere Befragung und plötzlich habe ich etwas völlig Neues und dann passt es politisch wieder. Die Frage, die man sich dann als echter Journalist stellt, was passiert da hinter den Kulissen, dass ein solches Ergebnis nicht einmal in der Kommunikation noch ertragen werden kann? Wenn wir jetzt uns Thema ESM, und dann will ich das auch verlassen, noch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben eine CDU-Bundestagsabgeordnete, Heike Bremer. Diese Frau ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Ausschuss für Tourismus. Wir werden gleich sehen, der Begriff Ausschuss bekommt bei ihr eine ganz neue Definition. Sie ist gefragt worden, werden Sie für oder gegen den ESM stimmen? Antwort: Ich habe bei der Abstimmung für den ESM gestimmt. Die Abstimmung im Bundestag hat noch nicht stattgefunden. Daraufhin die etwas irritierte Frage der Journalisten, aber schlagfertig, dann begründen Sie es doch mal bitte. Und dann sagt sie, der ESM setzt die entscheidenden Signale für die Stabilität innerhalb der Europäischen Währungsunion. Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt. Also sie beantwortet mit einer Sprechblase von Frau Merkel, um deutlich zu machen, dass sie bei einer Abstimmung dafür gestimmt hat, die es noch gar nicht gegeben hat. Das sind Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die ihrem Gewissen verantwortlich sind und die nach bestem Wissen und Gewissen votieren wollen. Eigentlich hat sie sich als Stimmvieh und eigentlich hat sie sich als eine Parteisoldatin, hätte man in der SED gesagt, herausgestellt, die genau das tut, was sie tun soll. Dass es aber etwas ist, diese Diskrepanz, das, was ich am Anfang als Wahrheitsdiskrepanz oder Informationsdiskrepanz gekennzeichnet habe, dass das etwas ist, was völlig normal ist, zeigt der nächste Clip. Dieser Clip ist insofern besonders schön, als ein ZDF-Journalist sich hingestellt hat und jetzt hier berichtet, der steht also an der Grenze zu Syrien und berichtet von Übergriffen des Assad-Regimes gegen Oppositionelle. Unabhängig berichtende Journalisten in Syrien gibt es überhaupt nicht mehr. An der Grenze, alle, die rauskommen aus Syrien, werden gefilzt. Man erzählt uns, dass die Kontrolleure dort jetzt in letzter Zeit besonders achten auf SIM-Karten. Das sind die kleinen Karten, diese Speicherkarten in Mobiltelefonen. Man achtet auch auf Speichersticks, also auf alles, auf dem Bilder und Filme aus dem Land herausgeschmuggelt werden könnten. Und trotzdem gelingt es immer wieder Oppositionellen, man muss sagen, unter Einsatz ihres Lebens, tatsächlich solche Bilder aus Syrien herauszuschmuggeln. Darauf sind verstörende, entsetzliche Szenen zu sehen. Man sieht Uniformierte, die die Gefangene grässlich misshandeln, mit großen Keulen, an denen Nägel befestigt sind, auf sie einschlagen. Wir müssen dazu sagen, wir können nicht unabhängig kontrollieren und überprüfen, wo genau diese Videos entstanden sind, wann genau sie entstanden sind. Wenn man sich dann die Frage, wo kommt das Video her, dann wird die Sache sehr spannend. Es ist ein Video, das nichts mit Syrien 2012 zu tun hat, sondern es ist ein Video. Speicherkarten in Mobiltelefonen, man achtet auch auf Speichersticks, also auf alles, auf dem Bilder und Filme aus dem Land herausgeschmuggelt werden können. 2007, Aufnahmen aus dem Irak unter amerikanischer Besatzung, wie die irakischen Militärs mit Oppositionellen, mit Gefangenen umgehen.
Und das ZDF verkauft uns das zur besten Sendezeit als ein Bild dessen, was in Syrien stattfindet. Er gibt zwar etwas flapsig zu, ich weiß nicht, wo das herkommt, wir können es nicht genau überprüfen, aber diejenigen, die dann diese Bilder kannten, das wäre natürlich ein journalistischer Job, den er sich hätte auch unterziehen können, haben festgestellt, woher das Ganze kam. Wie gesagt, 5 Jahre alt und Irak und hat nicht das Geringste mit Syrien zu tun. Und das ist natürlich ein Punkt, der insbesondere das Thema Glaubwürdigkeit im Mainstream ganz stark beschäftigt und beschädigt. Und in diese Richtung jetzt hoffentlich auch das Nächste. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. So, wenn man jetzt hergeht und sagt, na gut, das könnte ja irgendwie vielleicht ganz anders gemeint sein. Und jetzt zitiere ich Ihnen aus der Antwort der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Zitat, es war das aufrichtige Eingeständnis der Bundeskanzlerin, dass es keinem Menschen möglich ist, in die Zukunft zu blicken oder alle noch so denkfernen Möglichkeiten bei seiner Planung zu berücksichtigen. Zitat Ende. Es ist also nicht ein Beweis ihrer politischen Unaufrichtigkeit, sondern im Gegenteil ihrer politischen Aufrichtigkeit und persönlichen Integrität. Nun kann man darüber streiten, ob das in dieser Form interpretiert werden kann. Nur, entweder sind die Berater von Frau Merkel so, ich gehe jetzt mal auf die Euro-Thematik zurück, dass sie all die warnenden Stimmen der Hankels, der Schachtschneiders, der Stabattis, der Spätmanns dieser Welt nicht gehört haben, nicht zur Kenntnis genommen haben, oder es ist ihr in der Tat völlig egal, dass es eben so ist, ich erzähle heute das und morgen das. In beiden Fällen ist das etwas, was mit ihrem Amt und ihrem Amtseid nicht wirklich vereinbar ist. Und die Quittung bekommt diese Frau dann auch in einer Befragung, die die Frage gestellt hat, ist die Kanzlerin Merkel noch glaubwürdig? NTV online, 5% votieren gerade noch ja, 95% bei 48.000 abgegebenen Stimmen votieren mit nein. Diese Form der Glaubwürdigkeit ist etwas, was auch in anderen Fragen natürlich eine Rolle spielt. Es ist schon darauf hingewiesen worden, wir haben mit dem Bailout Griechenlands an und für sich etwas veranstaltet, was dem Vertragswerk von Lissabon widerspricht. Der Artikel 125 verbietet ausdrücklich, die Union haftet nicht für Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften und so weiter und so weiter. Er verbietet also ausdrücklich jede Form von Bailout. Das ist etwas, was an sich schon nicht hätte von Herrn Köhler, dem damaligen Bundespräsidenten, unterschrieben werden müssen. Aber es geht, und das ist eigentlich das Beschämende bei dieser Thematik, weiter. We need an adjustment of the border after a substantial decision on this. What is the key? But if then there would be a necessity for an adjustment of the border, we would be ready to do. That's much appreciated. As long as my fellow members of the parliament, public opinion in Germany don't believe that our decisions are serious because they don't believe in our decision on Greece. We have made quite a substantial program on the European framework. You have? Yes. That we have. And now we must work today. Was wir hier sehen, ist eine durch kein Parlament, durch keine Diskussion in der Bundesrepublik abgesegnete Zustimmung zum Bailout Portugals. Ein größenwahnsinniger Finanzminister allein auf weiter Flur, der hier die nächsten Billionen in Aussicht stellt, ohne jegliche parlamentarische Rückendeckung und in dem Bewusstsein, dass er sagt ja, er hat schon Bedenken, dass seine Abgeordneten in Sachen Griechenland ihm folgen werden und das wirklich ernst meinen, ohne und sich im Bewusstsein befindet, dass auch sein Parlament bei dieser Frage letztendlich anders votieren wird. Das Interessante bei dieser Thematik ist, auch das ist ein Clip, der im Internet auftauchte, ein Clip, der am Rande einer Tagung in Brüssel der Finanzminister aufgenommen wurde, bevor die offiziellen Reden losgegangen sind.
Die Reaktion in Deutschland ist jetzt nicht ein Aufschrei des Entsetzens, sondern die Reaktion ist, dass man seitens des Finanzministeriums die EU quasi angewiesen oder ihnen nahegelegt hat, künftig Filmaufnahmen dieser Art zu verbieten. Das ist ganz einfach. Da wird schlicht und ergreifend nur noch, wenn offizielle Reden stattfinden, gibt es die Möglichkeit, eine solche Rede aufzuzeichnen. Also das offiziell Abgesonderte wird dann noch kommuniziert werden dürfen, aber solche Dinge finden nicht mehr statt. Und eine Bild-Zeitung-Schlagzeile auf der Seite 1 zu diesem Thema, dass die nächsten Hunderte von Milliarden auf uns hier genauso, wenn das an sich erstmal die Runde macht, ist natürlich Österreich und Schweiz und die anderen Länder genauso mit im Boot. Das ist ein Thema, was in keiner Weise irgendwo stattfindet. Insofern, die Kommunikation solcher Dinge in unserem sogenannten kritischen Journalismus findet schlicht und ergreifend nicht statt. Haben Sie schon mal was gehört von Tage 2? Tage 2 ist ein wundervoller Trick, auch das wird in den Medien überhaupt nicht diskutiert, wenn es um Auslandsgeschäfte, beispielsweise deutscher Unternehmen mit ausländischen Unternehmen geht. Diese Schulden bzw. die Forderungen eines deutschen Unternehmens an ein ausländisches Unternehmen werden über verschiedene Zwischenschritte über die jeweiligen Banken zunächst einmal gehalten. Das heißt also, es ist eine Forderung dann der lokalen Bank an die Bundesbank und beispielsweise der griechischen Bank an die griechische Zentralbank. Und dann passiert um 0 Uhr eine wundersame Geschichte. Diese Forderungen switchen rauf auf die EZB. Und jetzt haben wir folgende Situation, dass der deutsche Unternehmer eine Forderung über seine Bank an die EZB hat und die EZB diese Forderung dann wiederum hält gegenüber beispielsweise dem Griechen. Eine extrem angenehme Geschichte, denn diese werden natürlich nicht bedient. Und diese Summe, die hier inzwischen entstanden ist, ist eine 500 Millionen Forderungen der Bundesbank an die EZB nur aus Tage 2. Nur durch diesen Schalterumswitch um 0 Uhr mit dem Ergebnis, dass wir auf den Schulden und den Forderungen sitzen bleiben, inzwischen eben, wie gesagt, eine 500 Millionen angesammelt haben und die Länder, die ohnehin Zahlungsschwierigkeiten haben, und ich mache das nicht als Vorwurf, ich stelle es einfach nur so fest, nicht bezahlen müssen, sondern dass eben oben auf der EZB-Ebene letztendlich organisiert wird. Eine Größenordnung, die natürlich weiter wachsen wird und die deutlich macht, dass das so die nächste versteckte Problematik ist, mit der wir es zu tun haben, einer Problematik, die aber, wie gesagt, kommunikationsmäßig nicht stattfindet. Genauso kommunikationsmäßig nicht stattfindet, beziehungsweise so ganz sanft und schön geredet eingeführt wird, die Abschaffung des Bargeldes. Ein Thema, über das man intensiv diskutieren und nachdenken soll. In Italien ist inzwischen eine Bargeldbezahlung ab 1.000 Euro verboten, in Belgien sind es 5.000. 45 Millionen Deutsche sollen bis 2015 von den Sparkassen sogenannte Girokarten mit Funkchips bekommen, um sich daran zu gewöhnen, komplett ohne Bargeld zu bezahlen. Also auch beim Bäcker oder beim Friseur wird dann eben ohne Bargeld bezahlt. Das wird also als Fortschritt mitgeteilt und es wird in diesem Jahr im August im Großraum Hannover der erste Großversuch in dieser Frage stattfinden. Kritische Diskussion zu diesem Thema, Fehlanzeige. Kritische Diskussion in den Medien zu bestimmten Dingen der Außenpolitik in der Bundesrepublik, Fehlanzeige. Wir haben eine schon zitierte Diskrepanz, was den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan betrifft, etwa 95%, da mögen ein halbes, dreiviertel Prozent hin und her geschenkt sein, der Bevölkerung sind strikt dagegen, derselbe Prozentsatz ist im Bundestag letztendlich dafür. Ein anderes Thema, was mit unseren Soldaten und Soldatinnen natürlich zu tun hat bei solchen Einsätzen, ist die Problematik einer ganz bestimmten eingesetzten Munition, der sogenannten Uranmunition, wird in der Bundesrepublik überhaupt nicht diskutiert. Und wenn sich jemand wie Kollege und Freund Frieda Wagner, ein renommierter Filmemacher, mit diesem Thema befasst, Grimme-Preisträger, Träger des Europäischen Fernsehpreises, kriegt er plötzlich keine Aufträge mehr, verschwindet aus dem Auftrags- und auf dem Szenario eines Journalisten, der bislang sehr viele Filme für ZDF und andere gemacht hat. Er gilt jetzt als schwierig, wie ihm jemand gesagt hat, weil er dieses Thema angesprochen hat.
Nun könnte man sagen, im Punkt Medien, es gibt ja nun jetzt wirklich etwas ganz Tolles, es gibt WikiLeaks und hier haben wir einen Kämpfer für Meinungsfreiheit und Entlarvung von irgendwelchen schmutzigen Tricks. Auch da, ich habe Webster Tapie schon einmal zitiert, ein kurzer Clip, der einschätzt, wie es mit WikiLeaks in Wirklichkeit aussieht und welche Funktion im internationalen Geschäft diese Institution hat. Webster Tapie, ein vom Selbstverständnis her marxistischer Politikwissenschaftler, der sich sehr kritisch mit den Ergebnissen und den Entwicklungen in den USA und insbesondere mit den Geheimdiensten auseinandersetzt, hat hierzu Folgendes im Interview mit mir gesagt. Washington Post veröffentlicht einen Artikel, Brave New Wiki World. Brave New Wiki World, das ist natürlich Shakespeare und Aldous Huxley. Und genau. Okay, Brave New Wiki World. Der Verfasser ist Cass Sunstein, damals einflussreicher Professor, jetzt hoher Beamter im Weißen Haus, zuständig für die geistige Unterwanderung von Protestbewegungen. Und das ist der Cass Sunstein. Und was schreibt er? Er sagt, es gibt eine tolle neue Organisation und die wird China jetzt angreifen. Ich gehe davon aus, es ist eine begrenzte Selbstentlarvung der CIA selbst. Aber die begrenzte Selbstentlarvung beziehungsweise begrenzte Selbstentschleierung, das ist ein Striptease. Ein Striptease der Geheimdienste. Also die Sachen werde ich zeigen, die anderen Sachen, die wichtiger sind, werde ich nicht zeigen. Als man dann lesen konnte, dass WikiLeaks eine enge wirtschaftliche Kooperation mit dem Spiegel eingegangen ist, war das für den echten kritischen Journalismus schon Informationen genug. Und in der Tat, wenn man sich die Informationen von WikiLeaks ansieht, die Dinge, die einen wirklich interessieren, die Dinge, die beispielsweise solche Vorgänge wie Syrien, wie die Entwicklung in Tunesien, die den Sturz in Ägypten und so etwas darstellen, wie das gemacht wird, komplette Fehlanzeige. Dass Herr Westerwelle einfallslos und Frau Merkel langweilig ist, Informationen aus den Geheimdossiers der Amerikaner, dazu brauche ich den amerikanischen Geheimdienst nicht, um solche Informationen zu bekommen. Lassen Sie mich von der Politik in dem Bereich Wissenschaft springen. Und ich kann auch nur ganz kurz Themen ansprechen, die einfach nur deutlich machen, wie wir hier eine Diskrepanz zwischen dem haben, was uns erzählt wird und dem, was man zumindest mal auch sich näher ansehen sollte. Stichwort Gentechnik. Wir haben hier das Zitat, was ich Ihnen zeige aus dem Film Gekaufte Wahrheit von Bertram Verhaag, zeigt Arpad Pusztai, einen ungarischen Wissenschaftler, der als Professor 35 Jahre lang in Schottland unterrichtet hat, ein Anhänger der Gentechnik war und sich hingesetzt hat, gesagt, ich untersuche mal, was da passiert und hat dann umfangreiche Tierversuche gemacht und kommt zu folgenden Ergebnis. Nachdem die Tiere getötet und seziert waren, fanden wir heraus, dass sich deren innere Organe im Vergleich zu den mit nicht genmanipulierten Kartoffeln gefütterten unterschiedlich entwickelt hatten. Schlussendlich fanden wir, und das ist wichtig, in diesen Daten 36 höchst signifikante Unterschiede zwischen den Tieren, die mit genverändertem oder nicht genverändertem Futter gefüttert worden waren. Er macht dieses in einem Interview mit der BBC, ist einen Tag später nach 35 Jahren seinen Job los, darf sein Labor nicht mehr betreten, ist jemand, der mundtot gemacht werden, funktionierte bei Arpad Pusztai nicht, mundtot gemacht werden sollte. Dieses wissenschaftliche Ergebnis war eines, was man nicht wollte. Was also von der wissenschaftlichen Seite und von der politischen Seite her, von der wissenschaftlichen Seite her zwar korrekt war, von der politischen Seite her nicht gewollt war, also musste so jemand mundtot gemacht werden. Wir haben, auch da will ich in die Details und kann nicht einsteigen, eine ähnliche Problematik bei der CO2-Diskussion. Es gibt inzwischen 800 Untersuchungen, die deutlich machen, dass das, was einem offiziell erzählt wird, mit dem, was wissenschaftlich belegbar ist, nicht das Geringste zu tun hat. Keine Details, sondern einfach nur der Hinweis, dass die eine Seite kommunikativ, PR-mäßig, werbemäßig,
gigantenmäßig, riesenmäßig dargestellt wird und die andere Seite nicht stattfindet. Ein weiteres Thema in dem Bereich, ein ganz heißes Eisen, und ich weiß, dass das vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen jetzt ein, ja, fast eine Provokation sein mag, ist das Thema HIV und AIDS. Es gibt eine sehr schöne Dokumentation, House of Numbers, das Kartenhaus eines jungen kanadischen Filmemachers, der dieser Frage etwas intensiver nachgegangen ist, alles, was Rang und Namen in dieser Szene hat, interviewt hat und dann zu folgenden unter anderem Ergebnis kommt. Im März 2008 stellte die Washington Post fest, eine Reihe von überraschenden Ergebnissen haben die Forscher daran erinnert, wie wenig sie über die Biologie von HIV wissen. Wie es wissenschaftlich definiert wird, das hat sich recht oft geändert. Und das macht es für Laien schwer zu verstehen. Es ist auch schwierig für mich, die Zahlen zu interpretieren. Theoretisch könnte ich in den USA die Diagnose AIDS bekommen. Aber wenn ich 3 Schritte nach rechts mache, würde ich diese AIDS-Diagnose nicht bekommen. Oder ich würde meine AIDS-Diagnose verlieren, wenn ich die Grenze überquere. Das sind HIV-Viren? Was soll ich Ihnen sagen? Wissen Sie, ich bin sicher, es existiert. Ich glaube nicht, dass die pharmazeutische Industrie großes Interesse hat oder sich für eine Heilung engagiert. Ich glaube, naja, ich möchte nicht allzu zynisch klingen, aber meiner Meinung nach ist die jetzige Situation, also lebenslange Behandlung mit teuren Medikamenten, dass Ihnen das eigentlich ganz recht ist. Sie sind alle Prostituierte. Jedenfalls die meisten meiner Kollegen und bis zu einem gewissen Grad auch ich selbst. Sie müssen sich prostituieren, um Geld für ihre Forschung zu bekommen. Wir können sehr oft mit HIV in Kontakt kommen, ohne uns anzustecken. Unser Immunsystem wird das Virus innerhalb weniger Wochen los, wenn wir ein gutes Immunsystem haben. AIDS ist das beste Beispiel dafür, was an unserer heutigen Kultur wirklich erschreckend und alarmierend ist. Nämlich, dass es eine PR-Kultur ist. Es ist ein Phänomen der Public Relations. Die Wahrheit ist nicht wichtig. Worauf es ankommt, ist die Berichterstattung in den Medien. Eine kritische Presse hätte Luc Montagnier, Nobelpreisträger, der dafür zuständig war, beziehungsweise Nobelpreis für die Entdeckung des HIV-Virus bekommen hat, und hier erklärt, auch auf Nachfrage, das noch einmal bestätigt, dass man mehrmals positiv getestet werden kann mit einem guten Immunsystem, das wieder verliert und dass das auch ein paar Mal hin und her gehen kann. Eine kritische Presse hätte diesen Punkt aufgreifen müssen. Es stellt das komplette Wissen und das, was wir vermeintlich wissen, auf den Kopf. Schweigen im Walde. Diesen Film gibt es nicht im deutschen Fernsehen, gibt es natürlich auch in irgendeiner anderen Art und Weise in den Medien als Besprechung nicht. Man findet ihn im Internet, man findet ihn bei alternativen Verlagen als DVD. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es mehrere Spieler in diesem Spiel gibt, will ich um den Bereich Justiz noch ergänzen. Auch da nur ganz, ganz kurz. Einer der klassischen Fälle im Bereich Justiz ist das, was wir mit dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein Barschel gehabt haben, ein Fall, der über mehrere Jahrzehnte nicht verfolgt werden durfte, weil ein Oberstaatsanwalt nach 20 Jahren, ein zweiter Oberstaatsanwalt, der diesen Fall ermitteln wollte, von dem jeweiligen Generalstaatsanwalt des Landes gehindert wurde. Generalstaatsanwälte in Deutschland sind politische Figuren und insofern ist der gesamte staatsanwaltschaftliche Strang einer, der politisch dominiert ist, wenn es um heiße Eisen geht, um Dinge, die man entweder haben möchte, Ermittlung im Fall Wulff, oder nicht haben möchte, Ermittlung im Fall Barschel. Das Thema ist bis heute nicht aufgegriffen. Es ist bis heute kein Verfahren eröffnet worden, wo dieser Todesursache nachgegangen wurde. Dasselbe gilt für den gesamten Bereich der dritten Generation der Roten Armee-Fraktion. Hier gibt es überhaupt gar keine Erkenntnisse, wer die Täter, warum sie irgendwas gemacht haben. Man kann zum Teil überhaupt nichts feststellen, außer den Morden, die auf der Strecke und den Leichen, die auf der Strecke geblieben sind, was hier der eigentliche Hintergrund ist. Und auch hier das Interessante, als der Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland, Siegfried Buback, ermordet wurde, gab es unmittelbar nach der Ermordung eine Berichterstattung in der ARD, in der gesagt wurde, ein Motorrad mit einem Motorradfahrer und einem Sozius, einer kleinen Figur, wahrscheinlich einer Frau auf dem Sozius sitzend, die geschossen hat, haben Siegfried Buback ermordet. Wenige Stunden später ist aus dieser kleinen Frau in der ersten Meldung der ARD ein 1,80 großer Mann geworden, der dann nachher auch verurteilt wurde.
Heute weiß man, dass derjenige oder diejenigen, die für die Ermordung Bubaks verurteilt wurden, kein einziger mit diesem Fall zu tun hatte. Der als Schütze identifiziert wurde, war zu dem Zeitpunkt nachweislich in Amsterdam, überhaupt nicht in Karlsruhe. Wie funktioniert das in diesem Land, dass eine ARD-Nachrichtensendung nur wenige Minuten oder ein, zwei Stunden, nachdem sie die richtige Meldung herausgebracht hat, rumgeswitcht wird und man dann plötzlich jemand ganz anderen hinten als Täter auf das Motorrad setzt? Nach 3 Jahrzehnten jetzt und einer hartnäckigen Recherche des Privatmannes Michael Bubaks, des Sohns, steht eine kleine Frau als mögliche Täterin seit kurzem, seit 2010, vor Gericht. Das heißt, es hat so viele Jahre gedauert und es hängt nur damit zusammen, dass ein Einzelner hier hartnäckig gebohrt und gearbeitet hat. Ich habe das Thema dritte Generation der RAF angesprochen. Auch hier ein wunderschöner kleiner Clip aus einer Sendung, in der es um die Frage geht, könnte man im Falle Griechenland nicht einfach hergehen und dieses Land entschulden und sagen, wir machen Schuldenschnitt, alles vergessen, wir haben uns wieder lieb, Thema ist durch. Und die Reporterin fragt einen Prominenten in dem Zusammenhang. Herr Agermann, Sie sind auch Chef des Internationalen Bankenverbandes. Hätten Sie eine solche Forderung nicht einfach stellen können an all Ihre Kollegen, die richtig sauber aus dieser Krise herausgekommen sind? Ich glaube, es wäre mir genauso gegangen wie Herrn Herrhausen. Wie kommt Herr Ackermann auf die Kenntnis und auf das Wissen, dass das Entschulden, Herrhausen hat in New York die Entschuldung der dritten Weltländer vorgeschlagen, kam nach Hause, wurde ermordet, dass es ihm genauso gehen könnte in diesem Zusammenhang, wenn er einen solchen Vorschlag macht? Welches Wissen hat er? Schlimm bei der ganzen Geschichte ist nicht nur das eine, schlimm ist, dass es dann Smalltalk-mäßig weitergeht. Ein weiteres Beispiel eines solchen Smalltalk-mäßigen Weitergehens zeigt der nächste Clip. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, schau, komplett deprimierend. Pelzig sagt, das ist ja komplett deprimierend. Er ist Comedian, das ist völlig in Ordnung. Wo sind die Journalisten, die einen Tag später sich hinstellen und sagen, Herr Seehofer, wer ist denn das, der Ihnen das sagt? Wer sind denn die Figuren, die hinter Ihnen entscheiden, obwohl sie nicht gewählt sind? Wie kommt denn das, dass Sie gewählt sind, aber nichts zu entscheiden haben? Da hätte sich das Telefon überhaupt nicht mehr stillstehen müssen. Schweigen im Walde. Wer solche Fragen stellt, lebt möglicherweise künftig gar nicht ungefährlich. Es gibt so eine Gesellschaft, internationale Gesellschaft, die sich immer wieder mit der Frage von geisteskranken und psychischen Störungen befasst. Also eine diagnostische und statistisches Handbuch psychischer Störungen, DSM, herausgibt. Und dieses ist ursprünglich mal, das gibt es in der so und so vielten Auflage, ein ganz dünnes Büchlein gewesen. Inzwischen ist es ein richtiger Wälzer geworden. Und bei der jüngsten Ausgabe dieses DSM hat es neue, wird diskutiert, umstrittene Einträge gegeben, die beispielsweise eine Oppositional Defiant Disorder, also eine Aufsässigkeitstrotzstörung als Geisteskrankheit mit aufnehmen wollen. Also Menschen, die Autoritätsfiguren gegenüber ein negativistisches, trotziges, ungehorsames und feindliches Verhalten an den Tag legen, sollen künftig psychiatrisiert werden, wenn es nach den Psychiatern und diesem Handbuch geht. Das sind so Sachen, die ebenfalls gerne mal diskutiert werden möchten und diskutiert werden müssten. Und das, was wir in dem Zusammenhang bräuchten, wäre das, was wir als sogenannten Medienausgleich, Medienlastenausgleich im Plan B vom Andreas Popp haben, nämlich dass die Mainstream-Medien den Nicht-Mainstream-Medien eine Plattform zur Verfügung stellen müssten, um einen bestimmten Prozentsatz einfach mal Gegeninformation oder alternativ und ergänzende Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, die Informationslandschaft in diesem Land sähe komplett anders aus. Dass die Herrschenden sehr wohl wissen, insofern habe ich da meine Zweifel an der Einschätzung heute Morgen ein bisschen,
Was sie tun und in welche Richtung sie gehen, zeigt ein ganz aktuelles Beispiel. Gestern, vorgestern und vorvorgestern stand auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages eine Änderung des Artikels 93 des Grundgesetzes. Diese Änderung, dieser Artikel 93, ermöglicht es dem Bürger, in Karlsruhe Klage einzureichen. Und die kapitalistische Einheitspartei Deutschlands, CSU, CDU, SPD, FDP, Bündnis Grünen, und habe ich einen vergessen, also mit Ausnahme der Linken, also diese Einheitspartei hat als gemeinsamen Fraktionsantrag eine Änderung, die künftig dem Bürger den Zugang nach Karlsruhe erschweren soll. Sie haben einfach genug von Aufsässigkeit von dem mündigen Bürger. Sie wollen in dieser Richtung auch in Karlsruhe einen Riegel vorschieben. Und dass das Ganze nicht ohne Hintergrund passiert, zeigt, und dass das Ganze auch nicht unabsichtlich passiert, zeigt folgende Erklärung von Herrn Schäuble. Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, die gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Wenn, ich habe das gemacht, man eine solche Aussage vor Jahren gemacht hat und gesagt hat, die Bundesrepublik ist kein souveränes Land, dann kam man, also Esobotsch und anderes, sofort in die entsprechende Kiste. Das ist gar keine Frage. Heute stellt sich wie eine Selbstverständlichkeit ein Finanzminister hin und erklärt, dass dieses Land nie souverän gewesen ist. Es ist zumindest für das Politikverständnis, auch das, was wir in den Schulen gelernt haben, ein völlig neuer Ansatz. Es ist ein richtiger Ansatz, aber es ist ein völlig neuer Ansatz und natürlich auch hier Fragen wert. Es ist ein Ansatz, der vorbereiten soll, das zeigt der übernächste Clip und der letzte, dass die Fahrt in Richtung weiterer Abtretung von Souveränitätsrechten geht. Dass das gemacht wird im Bewusstsein, dass die Bevölkerung möglicherweise etwas anderes will, zeigt folgender Clip. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, dieser Frau ist der Souverän und dieser Frau ist das, was wir alle denken. Die wir sie gewählt, also ich habe sie nicht gewählt, aber die sie gewählt haben, denken und sich wünschen, das ist ihr völlig egal. Was die Mehrheit der Menschen will, was der Souverän will, dem sie angeblich gegenüber verantwortlich ist, ist dieser Frau völlig egal. Sie fährt ihren Stiefel auch dann weiter, wenn sie genau weiß, an Klarheit lässt das ja nichts mehr zu wünschen übrig, dass die Menschen in ihrem Land genau das Gegenteil wollen von dem, was sie tut. Das ist ein ganz eigenartiges, um es mal sehr höflich zu sagen, Verständnis von Demokratie und Verständnis von Gewissensfreiheit dem Souverän gegenüber. Und das Ziel, da lässt dann Schäuble die Katze aus dem Sack und damit komme ich zum Schluss. Und deswegen ist der Versuch in der europäischen Einigung, eine neue Form von Governance zu schaffen, wo eben es nicht eine Ebene, die für alles zuständig ist und die dann im Zweifel durch völkerrechtliche Verträge bestimmte Dinge auf andere überträgt, nach meiner festen Überzeugung für das 21. Jahrhundert ein sehr viel zukunftsweisenderer Ansatz als der Rückfall in die Regelungsmonopolstellung des klassischen Nationalstaates vergangener Jahrhunderte. Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, dass ich ziemlich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit von weniger als 24 Monaten in der Lage sind und in der Lage sein werden, das europäische Regelwerk so zu verändern. Wir brauchen nur das Protokoll Nummer 14, wer es nachlesen möchte, im Lissabon-Vertrag so aufzubauen, dass wir daraus die Grundzüge einer Fiskalunion für die Eurozone schaffen. Protokoll Nummer 14 ist im Augenblick, die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, treten zu informellen Sitzungen zusammen. Und dann geht es weiter. Es ist also eine reine konsultative Beratungsgeschichte, die in dem Protokoll Nummer 14 drin ist. Das, was Schäuble hier anspricht, was Schäuble hier aus der Veränderung des Protokolls Nummer 14 machen möchte und was er andeutet, ist, das so zu verändern, dass daraus eine europäische Regierung wird, die mit Parlamenten natürlich nichts mehr zu tun hat. Das ist etwas,
wo an und für sich in der Bundesrepublik die Staatsanwaltschaft tätig werden muss. Denn wer es unternimmt, die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe, mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Das sagt der Strafgesetzbuch § 81 in der Bundesrepublik, der Hochverratsparagraf. Und das, was hier passiert, könnte als die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Abgabe von Souveränitätsrechten, die Abgabe dessen, was die Bindung an den Souverän in einer Demokratie bedeutet, interpretiert werden. Also müsste man an und für sich seitens der Staatsanwaltschaft in dieser Frage langsam tätig werden, wenn wir denn eine unabhängige hätten. Bertolt Brecht hat so schön gesagt, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir haben eine Situation, in der wir, Gott sei Dank, ja auch durch den Artikel 20 Grundgesetz ein Recht und eine Pflicht auf Widerstand garantiert bekommen haben, in der Situation, wo diese Situation, dass das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgeschafft werden müsste, eintritt. Eigentlich sind wir in einer solchen Situation, zumindest müsste man das einmal prüfen. Und wir haben gesehen, in einem kleinen Ausschnitt, und das ist etwas, was ich einschränkend am Anfang ja schon gesagt habe, einen kleinen Ausschnitt der medialen Kommunikation, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen genau diese Diskrepanz zwischen dem, was man zumindest auch ins Augenmerk nehmen müsste auf der einen Seite und an der veröffentlichten Meinung auf der anderen Seite haben. Öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung klaffen riesenhaft auseinander. Was Politik will, was wir in Medien lesen, was uns seitens der Wissenschaft, seitens der Wirtschaft, auch seitens der Justiz kommuniziert wird, ist auch etwas, wo es oft einen riesigen Gap zu dem gibt, was in Wirklichkeit stattfindet. Trotzdem, und das ist eben, ich sag mal, die gute Nachricht und die gute Botschaft, wir leben in einem Internetzeitalter, wo die Kommunikation in dieser Frage möglich ist und wo eben über das Internet eine ganze Menge gemacht wird. Und das letzte Schlusswort in dem Zusammenhang, ich habe mit Marx angefangen, will mit Marx aufhören. Ein schönes Zitat aus der Auseinandersetzung, aus den Debatten über die Pressefreiheit von 1842. Je mehr Dämme ihr der Wahrheit entgegenwerft, eine umso tüchtigere Wahrheit erhaltet ihr. Immer zugedämmt. Vielen Dank.